Ich finde die sehr gut. Die kommt fast ein bisschen zu spät, weil vor 2 Jahren hätten wir sie auf unsere Checks-Up-Seite setzen können, die aber eigentlich immer noch existent ist. Das heißt, wir wollen tatsächlich dazu anregen, dass in der Jugendarbeit man sich Gedanken macht und aus der Jugendarbeit heraus mit dem eigenen Umgang mit Alkohol, denn das ist eigentlich die frei verfügbarste Droge, die es gibt. Die halte ich aus der Sichtweise von Kinder- und Jugendarbeit für extrem wichtig. Ich glaube, da können wir auch sehr viel mitbringen. Es geht nämlich darum, Kinder und Jugendliche, ich finde, man muss durchaus auch schon beim Kindesalter anfangen, stark zu machen, sich selbst zu entdecken, seine eigenen Stärken zu entwickeln und auch dann mit so Versuchungen umzugehen, wie sie aus der Erwachsenenwelt auf mich zukommen. Und das sind durchaus auch Drogen. Es mag sein, dass man vielleicht mal mit dem einen oder anderen was experimentieren will, aber man sollte sich immer darüber im Klaren sein, was es dann wirklich auch heißt.